So, ich habe noch einen Jumpstart-Booster. Nachdem tatsächlich beim letzten Mal sich ein bisschen beschwert wurde, wie ich da durchgerusht bin, also hauptsächlich meinem privaten Umfeld, gehe ich dieses Mal langsam da durch. Es tut mir leid für die Leute, die es gut fanden. Es waren nicht so viele. Aber gut. Gucken wir uns Jumpstart das nächste Booster an. Wir haben Reanimated. Okay, ich habe keine Ahnung, was denn im Reanimated drin ist. Wahrscheinlich ein Reanimated. Wir haben, oh mein Gott, Rise of the Dark Realms. 7 Mana, alle Kreaturen aus allen Frühdürfen kommen unter eurer Kontrolle ins Spiel zurück. Das ist eine geile Karte. Das ist eine richtig geile Karte. Dann haben wir einen Carrion Grub. 4 Mana 05, kriegt plus X plus 0 über X die Anzahl, die stärkste Anzahl an. Nee. Die stärkste Power an Kreaturen da im Friedhof ist. Wenn ihr Spiel bekommt, mildt man 4 Karten. Okay. Maya Treetron, 2 Mana 2-1 Death Touch. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, mildt man 2 Karten und kriegt 2 Leben. Ey, war Mild schon eine Fähigkeit? Okay. Ja, stimmt. Hier, M21, da wurde sie eine Fähigkeit. 6 Mana 5-5, wenn man was als zusätzliche Kosten muss man eine Kreatur opfern. Fliegen, Trampel. Und wenn ihr ins Spielfeld kommt, opfert jeder Gegner eine Kreatur. Das ist nicht schlecht. Eliminate. Die war richtig gehypt, als die rauskam. 2 Mana Instant, man zerstört eine Kreatur oder Planeswalker. Mana kosten 3 oder weniger. Ist gut. Crypt Lurker. 4 Mana 3-4, wenn er ins Spielfeld kommt, opfert man, kann man eine Kreatur opfern. Oder eine Kreatur kann abwerfen. Wenn man das tut, zieht man eine Karte. Rise Again. 5 Mana Sorcery, man bringt eine Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spiel. Okay. Crow of the Dark Tidings, 3 Mana 2-1, fliegend, wenn sie ins Spielfeld kommt oder stirbt, zieht ihr, nee, mildt ihr 2 Karten. Funeral Rites, okay. 3 Mana Sorcery, man zieht 2 Karten, verliert 2 Leben und mildt dann 2 Karten. Ist nicht schlecht. Miss Mamic Mummy, 2 Mana 2-2, wenn sie ins Spielfeld kommt, muss jeder Spieler eine Karte abwerfen. Soul Salvage, 3 Mana Sorcery, man bringt 2 bis zu 2 Kreaturen aus dem Friedhof zurück auf die Hand. Three Wing Moor kommt getappt ins Spiel. Tappen für. Man muss ein anderes Land, eine andere Farbe ansagen, die nicht schwarz ist. Und tappen für dieses Mana oder dieses ausgesuchte Mana oder schwarz. Gloomsower. 7 Mana 8-6. Oh krass. Wenn er geblockt wird bei einer Kreatur, verliert der Beherrscher 2 Leben und ihr kriegt 2 Leben. Das hier ist das Land dazu. Der Sumpf mit den ganzen Zombies, das ist richtig cool. Dann kommen hier noch so ein paar normale Länder. Ja, ich hoffe, euch hat das hier jetzt ein bisschen mehr gefallen. Und ich finde das tatsächlich ganz cool. Ich mag tatsächlich das Logo hiervon ziemlich. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksade. Ciao, ciao.